Willkommen zurück zu Elden Ring. Wir haben in der letzten Folge hier diesen Steinwertschlüssel benutzt, um das zu öffnen. Und ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Ich nehme mal lieber ein Schwert raus, anstatt die Fackel. Weil hinter so einem Schleier wartet eigentlich ein Boss immer. Gucken, ob der gleich direkt hier kommt oder ob erst noch ein Gebiet zu erkunden ist. Ugh. Ernsthaft? Schneller, schneller, schneller! Boah. What? Okay, ich dachte schon, da kommt der Boss angefahren. War noch nicht der Boss, aber sah jetzt auch nicht so schön aus. Au! Ich depp. Jetzt warten wir noch mal, bis der wieder hier vorbeigefahren ist. Sag mal, ich stand. Nicht jedes Mal da runterlaufen. Das heißt, jedes Mal, ich sterbe nicht mehr an der Stelle. Und auch nicht an irgendeinem Boss, der da ist. Also, völlig unbegründete Sorge hier. Oh Gott. Vorher nicht gedrückt, dass wir hier respawnen. Anscheinend nicht. Ich habe einfach hinreisen können. Ich war nicht mehr ganz sicher, ob hier eins war. Jetzt wissen wir es. Jetzt geben wir gleich Gas. Hier ist eine richtige Nische. Drüben sieht es ja interessant aus. Als würde man da eher runterfallen, was ich wahrscheinlich nicht möchte. Nee. Und so dürfen wir wieder einmal warten. In welche Richtung geht es denn schneller? Ah, da hat er nicht viel Zeit, da warte ich lieber. Und rennen. Nein, 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 nein. Ah, dann haben wir es überlebt. Ah. Ich habe meine Seelen nicht eingesammelt, oder? Au! Natürlich fällt der bis hier. Was? Meine Seelen nicht eingesammelt, ich depp. Ja, aber der ist doch vorhin auch nicht hier hingefahren, oder? Bis dahin. Das hat er auch jetzt extra gemacht. Braucht gar nicht zu lachen. Das ist nicht witzig. Und auch dumme Kommentare könnt ihr euch sparen. Was soll denn das? Der ist vorhin nicht so weit weggefahren. Ganz sicher nicht. Fuck off, fuck off. So ein Pferdearsch. Grab eines Randvolkshelden. Falsche Waffe. Ja, jetzt dreht er nämlich da unten um.
Das wird auch extra gemacht. So, wir müssen noch eine andere Nische entweder finden. Ist sie tief genug? Vielleicht. Fuck, 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 fuck. Ja, null. Nein, 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 nein. Alter, Rudi, geht's noch? Naja, genau, mach dich ruhig. Ja. Okay, okay, okay. Schneller rennen. Was für eine Scheiße. Ah! Ich bin... Was? Nein, 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 nein. Fucking hell! Okay, das ist aber bis jetzt die Holy fucking. Was für ein. Ich wette, unter dem letzten Video haben sich alle schon im Voraus gefreut auf diese Folge, weil sie wissen, was hier für eine Scheiße auf mich wartet. Muss ich diese Watte benutzen und darunter schweben. Wo das hilft auch nicht so viel. Es war jetzt auf diesem Weg, da waren wir eben schon. So, wo ist jetzt diese andere Nische, die ich eben hatte? Ja, nehmen wir erstmal die hier. Nein, ich stehe jetzt weit vorne. Renn, 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 renn. Jetzt ist hier auch nichts. Man hat echt nicht viel Zeit. Wie weit wird der jetzt hoch? Ja, wie soll ich denn in der Zeit? Mal ernsthaft? Oh, Quatsch. Ist auch keine Ausweichmöglichkeit. Hier erstmal wieder rein. Okay, der fällt ja nur bis hierhin. Wie soll das gehen? Das geht überhaupt nicht. Überhaupt nicht genug Zeit. Das geht nicht. Ist da unten an der Seite. Schneller, schneller, steh auf, steh auf! Nein! Vor allem ist da jetzt noch lange nicht Schluss wahrscheinlich. Gemein, wenn man auch die Füße nicht hier im Siff hat und trotzdem weiter vergiftet.
Wenn man hier runterspringen würde, würde man sich wahrscheinlich eine Menge Zeit. Weißt du was? Ich probiere es jetzt mal. Man braucht ja nämlich eine ganze Weile, um mir hinterher zu fahren, blöde Sau. Herstellungsmaterialien. Ein weiches, aber stabiles Stück Baumwolle wird aus Rovafrüchten gewonnen, indem man sie auf besondere Weise teilt. Herstellbares Objekt. Befestigt diese Baumwollstücke an euren Sohn, verringert es kurz den Schaden und das Geräusch und Stürzen. Ja. Ich habe nur eins davon. Wahrscheinlich springe ich ja komplett daneben. Das ist das andere Problem. Wahrscheinlich sterbe ich trotzdem, weil es immer noch zu tief ist. Aber wir probieren es einfach. Meine Baumwolle wird mich ja wohl vor einem 100-Meter-Sturz retten. Ist noch eine andere... So eine... Guck mal ganz kurz, ob ich wenigstens eine Ebene tiefer kommen kann. Ja, zum Beispiel hier. Was? Ach ja, never mind. Ja, schubst mich noch runter, Buddy. Wenn er jetzt gerade hochfährt, dann springe ich mich hier runter. So, jetzt. Motherfucker. Ja, es tat weh, egal. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe Angst. Ah, jetzt ist er da, schade. Ich dachte, er hätte vielleicht die Fährte verloren. Ich weiß nicht, ob ich hier lang soll. Ist er ziemlich weit weg? Bin ich, glaube ich, irgendwo falsch hin. Ah, da passt er nicht durch. Nein! Ah, habe ich zu lange aufgeladen. Spielt auch manchmal wie so ein Klumpfuß, das ist unfassbar. Tatsächlich den falschen Controller angeschlossen. Mal kurz wechseln. Und ich habe den falschen Controller angeschlossen gehabt und der hat ein anderes Profil. Da waren die Buttons gerade anders belegt.
Okay. Sind wir jetzt hier aufgehoben? Für den Quatsch. Hiervon war das nix. Was machen wir eigentlich mit den explosiven Wurfgeschossen? Sachen gibt's. Das Drachensiegel ist wahrscheinlich ein Schlüsselgegenstand. Oder auch nicht. Siegel der Drachenkommunion. Verstärkt Drachenkommunion, Kommunionsanrufungen. Zurücklassen, wegwerfen. Kann ich das irgendwie ausrüsten? Ich habe nicht die richtigen Attribute. Was macht denn ein Siegel? Brauche ich das, um Sachen zu casten? Ja. Dann kann ich jetzt Sachen casten. Dringende Heilung. Brauchen wir gerade nicht so dringend. Können wir endlich mal probieren. Okay. Wenn ich das schon sehe, kriege ich schon einen Hals. Wiegt das was? Es wiegt nichts. Okay, das ist nice. Ja, gut, dass wir hier sind, ist jetzt schon prinzipiell nicht schlecht, wenn wir was bekommen. Irgendein Spiel endlich die Musik, nicht dieses. Sondern dieses Bomb. Resident Evil? Nee, genau, jetzt weiß ich, es erinnert mich an Eternal Darkness. Super Spiel übrigens. Zum Moment habe ich das noch auf einer Patreon-Seite. Übrigens, wenn ihr mich allgemein unterstützen wollt und meinen Kanal mögt und so, freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht in Betracht zieht, auf einer Patreon-Seite mal vorbeizugucken, ob das was für euch ist. Da gibt es einige. Ja, steckt. Boah! Ich nehme mich schon aufgegeben, ey. Mann! Also, was ich sagen wollte, ich habe eine Patreon-Seite. Die ist super. Wenn ihr meinen Kanal mögt und mich unterstützen wollt, schaut da mal vorbei. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Und da findet man auch ein Let's Play zu Eternal Darkness. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und da erinnert mich die Musik dran. Jetzt habe ich den Satz auch rausgekriegt, nachdem sie beiden Typen. Alter, also das. Da dann so hässlich umringt wurde. So, okay. Warum bin ich ja so langsam? Wer das Spiel kennt, würde mir bestimmt zustimmen, dieses Bomben. Das ist ganz typisch. So, hier passt nicht. Und hier ist ein Boss. Und ich habe keine. Ich habe nichts mehr. Und soll ich jetzt hier so den ganzen Weg zurückfahren, laufen oder was? Ist noch irgendwas anderes? Ah, da ist eine Statue, nevermind. Das heißt, hier bei der kann ich auch wieder respawnen, auch wenn ich sie jetzt nicht aktiviere. Also aktivieren kann auch. Aber das Zeichen ist da oben, das müsste eigentlich. Oh, dann kriegen wir halt wieder mal auf die Fresse. Moin. Baumgeist mit Beschwören. Okay.
Ja, ich sehe nicht viel. Danke, was du da auch mal machst. Danke. Okay, es ist dunkel, ich habe noch nicht so viel mitbekommen. Wann mache ich das mal? Aber okay. Wir sind jetzt immerhin hier und wir respawnen direkt davor. So, wir machen als erstes. Und die Laterne an, dann sehen wir gleich ein bisschen mehr. Okay. Das wird alles super. Ist ja kein Problem. Okay, so viel dazu. Oh, ich habe mich auch nicht mehr gesehen. Ich dachte, er hat mich da. Okay. Hi. So. Vielleicht mag er auch mein Licht nicht. Was weiß ich? Was ist mit solchen Leuten los, ist manchmal. Oh, da wollte ich gerade wegrollen. Fuck, da war ich zu langsam. Das sieht man eigentlich ganz gut kommen. Ein Baumgeist mit Geschwüren. Hi. Wenn mir so viel bringt mit der Laterne draußen. Ist man nicht am Anfang gleich hier eingesackt worden, ist auch schon mal was. Okay, immerhin. Vorbei. Ich versuche ein bisschen dran zu bleiben, aber das mag er nicht. Au! Ich Bein im Kopf. So, jetzt bin ich gerade irgendwie 40 Sekunden einfach hinter ihm hergelaufen. Ob ich das anders machen muss. Die Attacken sehen jetzt nicht so schwer aus. Diese Bissattacke kann man eigentlich kommen sehen. Die Wollen sind gestorben.
Nein. Nein! Das ist das Bitterste. Ich denke, ich bin ja schon in der Reichweite. Aber ich bin es offensichtlich nicht. Da ist er geblockt. Habe ich gerade gerollt. Unfair. Nicht gesehen, dass er da was anders macht, außer sein Feuer spucken. Gerade durchgerollt, sehr schön. Nein, die Sachen sind so schön ausgewichen und dann danach die Treffer nicht gelandet. Ups. Ja, war nicht so schlimm. Geblockt zum Teil. Das war knapp. Schwachphase direkt ausnutzen. Oh fuck, da bin ich beinahe nicht im Bein ausgewichen. Nein, mitten, nein, 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 nicht mitten im Trinken. Nein, 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 nein! Nein! Mensch, spiele ich ja auch noch immer. Gucken, wie lange ich das durchhalte. Also ohne Summons auf jeden Fall. Sei es meine Aschen oder auch irgendwelche NPCs. Aber auch ohne Consumables, weil ich glaube, gegen den wäre bestimmt Feuerschaden gut. Also Verzauberung ist noch ein bisschen was anderes. Sehe ich aber so diese temporären. Ja, diese Fette zum Beispiel. Keine Ahnung, warum ich das auch mache. Ich bin nicht der super Elden Ring-Player, der irgendwie so ein No-Hit-Run und sagt, irgendwelche vielleicht Regeln auferlegen sollte. Keine Ahnung. Und so. Das ist ja ein bisschen wie der Schwierigkeitsgrad praktisch in einem Souls-like funktioniert. Über Consumables bestimmte. Und versuch's halt ohne zu schaffen. Mal gucken. Eine ganze Weile. Oh, schön ausgewichen. Obwohl, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das bei den Fetten aufrechterhalten sollte. Noch durch. Gerollt. Yes. Eine goldene Saat. Nice. Asche des verbrannten Ritters Oleg, nicht des verbrannten. Oh. Habe ich jetzt irgendeine Abzeugung übersehen? Ich glaube nicht. Ich bin einmal nach oben rechts gegangen und
war bei diesem anderen Ritter und dann bin ich in einen Abzug nach links gegangen. Und ich erinnere mich nicht, dass es da noch einen anderen Weg gegeben hätte. Kommt dann diese scheiß, die scheiß Karre hier wieder angedüst? Oder hat sie jetzt vielleicht eingesehen, wenn der Chef tot ist, dass sie es auch einfach lassen können? Der wartet garantiert, bis ich irgendwo bin. Ja. Fuck off. Okay, dann halt nicht. Ich glaube nämlich, wir haben wirklich alles erkundet hier. Oh, das Siegel der roten Hand, das sieht ja cool aus. Können wir mal kurz probieren, wie das mit der Heilung funktioniert. Welchen Knopf habe ich denn dafür? Wie caste ich denn? Objekt benutzen, Angriff, Zauberei, Anrufung wechseln, ja, und Talent. Wie benutze ich denn das? Ich kann es wahrscheinlich direkt aus dem Inventar machen, oder? Aber nee. Da einen Zauber hinpacken? Auch nicht. Achso, vielleicht einfach angreifen, wenn ich das Siegel in der Hand habe. Okay. Natürlich nicht, wie viel mich das heilt. Können mich einmal überfahren lassen. Oder wir können mal hier uns vergiften lassen. Für die Wissenschaft. Kam ich überhaupt nicht drauf, mit dem Siegel das einfach zu benutzen. So. Geht's vielleicht schneller, wenn ich mich da reinrolle? Müsste eigentlich. Im Gesicht nochmal durch den Siff rutschen. Vergiftet. Einmal überfahren lassen können. Ein Gift dauert es wahrscheinlich viel zu lange. Jetzt will ich mich nicht überfahren lassen, jetzt tut's weh. Dann finden wir es einfach mal raus. War nicht so wichtig jetzt. Könnte jetzt schon mal probieren einmal. Hä? War das mal irgendwie gerade gar nichts? Okay. Ja, Halleluja. Nicht so überzeugend. So, Flaschenladung hinzufügen. Zwei goldene Saaten. Yes. Geschick. Yes. Wir sind auf dem Weg ganz nach oben, Leute. Steil bergauf geht's hier.
Das können wir auch mal einfach da hochreisen. Wir können uns auch mal überlegen, was wir machen. Grab eines Randvolkshelden. Ist auch ein geiler Name. Schönes Symbol hat's. Aber haben wir jetzt geklärt hier. Was ich noch gar nicht so erkundet habe, ist hier unten unter der Brücke dieser Bereich hier. An der Küste bin ich auch noch nicht ganz sicher. Hier dieser Bereich. Das habe ich eigentlich alles gemacht. Da muss ich auch nochmal gucken, was mit Jura ist. Das haben wir gemacht. Da haben wir eigentlich auch geguckt. Ich muss irgendwie diesen Typen wiederfinden, den ich aus dem Busch geholt habe. Das ist noch eine Quest. Und das irgendwo, das ist nicht so genau gesagt, aber irgendwo in so eine Höhle ist er gegangen. Irgendwo in so eine Höhle ist auch geil. Zauberin Sellen. Warum habe ich mir denn das da hingesetzt? Gucken mal, wie komme ich denn am besten nach unten? Hütte des Künstlers, komme ich davon? Oder hier? Ich will nicht in den Tod stürzen. Gehen wir von hier, vom Tunnel vom Lingrave. Gucken wir uns das mal an. Geht's hier gerade raus oder rein? Ich glaube, hier geht's rein. Wollen wir rein? Wir wollen nicht rein. Wir wollen raus. Okay, der Drache. Den gibt's ja auch noch. Es hat einen Drache, ne? Schauen wir mal. Ich habe hier zuerst gehört. Der Drache ist ein Drache. Was ihr hier alles lernen könnt. Ja, lernen selbst die Elden Ring-Profis noch was. So. Jetzt kann ich vielleicht garantiert nicht die Map aufmachen, weil irgendeine Libelle mich schief anguckt. Genau du. Fuck off. Da habe ich auch schon zu weit raus. Hätte da unten weiter reiten müssen. Verpiss dich. Okay, hier war ich wirklich noch nicht. Feuerfett. Bäh. Komm direkt neben mir hier raus. Bock mich, um mich in Skeletten und Libellen zu kloppen hier. Nicht so spannend. Wir sehen ganz schön badass aus, finde ich, wie wir so lang reiten mit dem Katana in der Hand. Oh, hier ist Schluss mit Reiten. Ich sag gerade, wie schön ist das mit dem Reiten? Hätte mir das weggenommen. Das Spiel hasst mich doch. Oh, wie schön das gerade ist. Was? Invasion? Okay, Brudi. Boah, ich dachte, es wären zwei gewesen. Das sah kurz so aus. Dann komm her, du blutiger Finger. Kriegst ein bisschen mehr als einen blutigen Finger. Ah, du bist ja. Au. If it isn't Narius. Oh. Finger. The end is nigh. Ah! Den Trick kennt er auch. Schade. So, Blutung kann ich nämlich auch. Und nochmal. Er hat's verdient. Reduvia haben wir jetzt. Jura, Jäger der blutigen Fingers, kehrt in seine Welt zurück, als er sein Ziel erfüllt hatte. Mhm. Ja, schau mal, wo ist die? Ich war doch eben gar nicht so weit weggegangen. Hier war doch eben die Höhle. Wo ist denn die? Ja.
Trübflusshöhle. Ah, sehr gut. Ein Ort der Gnade. Das Spiel ist auch manchmal gnädig. So, wie viel haben wir jetzt? Ich will mal gucken, ob ich mal aufleveln kann. Na, 9000, das müsste schon fast reichen. So, wie viel brauche ich für den Fliegel, den ich ganz gerne mal ausprobieren möchte? Also richtig, das Moveset sieht ganz nett aus, einfach mal vom Damage wirklich. Das ist eh, ja, das nervt ein bisschen beim Waffenwechseln. Da ist er. Oh, Geschicklichkeit 24, da haben wir ja schon. Fliegel der Dunkelkavallerie. Ist noch gar nicht aufgelevelt. Ob die, guck, ob die vom Moveset vergleichbar sind. Dass wir nicht überladen sind, dass es nicht verfälscht irgendwie, so. Große Last, aber ich glaube, es macht nur beim Rollen, beim Angriff macht es eigentlich keinen Unterschied. So. Das ist jetzt der normale Pflege. Mal kurz ein bisschen Licht an. Eine Dreier-Kombo, 4. 1, 2, 3, 4. Ziemlich langweilig, die Angriffskombo. Okay, das ist die. Dann schwerer Angriff. Okay. So, und wie sieht der aus? 1, 2, 3, 4. Ist das langsamer? Nee, ne? Hat aber halt mehrere Klöppel daran hängen. Also im Prinzip ist er gefühlt. 1, 2, 3. Okay. 1, 2. Ah, minimal vielleicht. Das muss jetzt das gleiche. Der Damage ist geringfügig besser und hat eine bessere Geschicklichkeitsskalierung, was natürlich ganz nice ist für mich. Na, stopp, auf die primäre Waffe wollen wir schon das Fuji legen. Mal kurz gucken vom Damage, dass wir direkt vergleichen können. Das ist ja noch nicht aufgelevelt. Das macht im Moment knapp, ja, macht 174 Damage und kritisch 100. Und das macht 146. Mal gucken, wie viel das halt dann auflevelt. Hat höheren Blutverlustwert, was natürlich ganz nice ist. Finde ich gar nicht so schlecht. Wiegt auch ein bisschen mehr. Er hat schon große Last. Stabfackel. Was ist das denn für eine Fackel? Okay. Habe ich geschnallt eben, dass es eine andere ist. So, damit war ich nämlich überlastet. Ja, aber ich möchte das ganz gerne als Option haben. Achso, dass ich auch noch gucken wollte, was wir vom Boss bekommen haben. Da. Reduvia. Auch ein Dolch. Messer, Blutbefleckter. Oh, der Skelett mit drei Sachen und hat auch guten Blutverlust. ...83, 79. Der skaliert ein bisschen besser. Also hat auch schon bessere Grundwerte. Wenn ich ihn auf plus 2 oder plus 3 bringe, wird auch einiges möglich. Macht 110 kritischen Schaden. So 10% mehr als das Katana. Mal kurz das Moveset mal anschauen. Macht halt weniger Schaden, aber es hat ganz schön schnell, ne? Die Reichweite ist ein bisschen mehr. Ein bisschen wieder mehr auf Parieren gehen, vielleicht mit einem anderen Schild, dann wäre das eine Option. Wir
Boss wäre wahrscheinlich auch ein anderer Talisman ganz gut. Okay. So, in der nächsten Folge erkunden wir mal weiter diese Höhle hier. Mal gucken, was davon zartet. Das war eine ganz schöne Achterbahnfolge. Der Anfang war Rage-inducing. Ja. Rage verursachen. Danach wurde es aber besser. Der Boss war ganz cool. Jetzt haben wir hier ein neues Gebiet entdeckt. Ich freue mich drauf. Also, wir sehen uns. Bis dann.